Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 20 Video hier auf meinem YouTube-Channel. Und heute einmal mehr ein sehr interessantes Video, my friends, nämlich ein Reaction-Video von mir, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, EA hat die 14 neuen bestätigten Ikonen in FIFA 20 einmal mehr vorgestellt quasi und diesmal mit ihren aktuellen Werten in FIFA 20, die sie haben werden. Von der Baby-Ikone bis zur Prime-Version. Und da war natürlich unter anderem auch Zinedine Zidane mit dabei. Ihr seht im Hintergrund jetzt alle Ikonen hier am Start, auch oben die neuen bestätigten. Ich zeige sie euch gleich nochmal genauer in einem neuen Bild. Und diese Werte werden wir uns heute gemeinsam hier anschauen, denn ich habe mir die Werte noch gar nicht angesehen. Versprochen. Ich habe nur Zidane gesehen als einzigen, aber die anderen Spieler und ob sie spielbar sein werden in FIFA 20, ob sie für mich eine Option darstellen, das habe ich nicht gesehen und das möchte ich mir mit euch gemeinsam hier gönnen und ein bisschen auch kommentieren. Aber bevor wir uns da reinstürzen, möchte ich auf mein aktuelles Gewinnspiel hinweisen, my friends, auf Instagram nämlich. Ihr findet meinen Account in der Beschreibung. Da verlose ich gemeinsam mit Sarah zweimal FIFA 20, also einmal auf meinem Account und einmal auf ihrem Instagram-Account, findet ihr unten in der Beschreibung. Das heißt, ihr habt doppelte Chance, FIFA 20 zu gewinnen. Unbedingt abchecken, vorbeischauen, my friends. Und selbstverständlich hier auf YouTube, wenn ihr schon da seid, die Glocke aktivieren, damit ihr Benachrichtigungen bekommt, wenn ein neues Video online ist. Also, wir gehen jetzt mal ein Stück weiter. Ich habe das so vorbereitet, dass ich mir die Bilder hier rausgepickt habe. Ihr seht jetzt hier da mal alles. Wenn ich jetzt einmal nach rechts drücke, seht ihr hier die neuesten Icons. So, das sind die 14 neu bestätigten Icons in FIFA 20. Wie gesagt, Zidane und seine Werte habe ich mir kurz angesehen. Das schauen wir uns gleich nochmal gemeinsam an. Ich habe sie eh nicht mehr im Kopf. Und von den anderen, die hier mit am Start sind, habe ich keinen Plan. Das schauen wir uns jetzt an und dann schauen wir, wer von denen eine tatsächliche Option für mein Team sein wird. Ich bin echt gespannt. Das sind auf jeden Fall 14. Es waren aber 15 angekündigt, my friends. Und die 15. könnte in der Tat Kaká sein als allerletzte bestätigte Ikone. Die kommt vielleicht noch. Ich hoffe es zumindest. Der wäre nochmal richtig krass. So, wir gehen jetzt mal eins weiter. Und zwar, ihr seht, wie das Ganze ablaufen wird. Ich switche von einem Bild zum nächsten. Hier haben wir mal Zinedine Zidane. Ich mache mal einen Tick größer. Und das sind seine drei Karten. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Leute, das ist ein Spieler, den wird man, glaube ich, sehr häufig in FIFA 20 rumlaufen sehen. Also ich habe ja auch einen Post dazu gemacht, soll ich ihn mir holen fürs zentraloffensive Mittelfeld. Und ich denke, er wird einer sein, der mein Team verstärken wird. Schaut euch diese Werte an, Leute. Ne? Wir haben hier seine Baby-Karte hat 91 und seine Prime-Karte hat 96. Ach du Scheiße, ne? Also ich muss sagen, die geilste Karte ist auf jeden Fall die 94er vom Bild. Ne? Das ist dieser Zidane, den wir kennen. Der 96er schaut ein bisschen, der geht schon ins Alter hinein quasi. Aber von den Werten her ist der natürlich mit Abstand der krasseste. Ich meine, schaut euch diesen Pace an, das Dribbling an sich, Alter, die Physis, das ist zu krass. Also die Karte, vor allem auch Defensivwerte sind krass. Die Karte ist mit einer der besten Karten, die wir, glaube ich, sehen werden in FIFA 20. Richtig, richtig heftig. Also es wird entweder der zweite oder der dritte sein, den ich mir holen werde. Je nachdem, wie teuer der hier wird. Ich glaube, der wird sehr teuer werden. Ne? Ich bin mal gespannt. Also Zidane, das ist wirklich der absolute Hammer. Wir springen mal ein Stück weiter auf die nächste Karte. Ich muss sie erstmal klein machen, dann gehen wir rüber. So, Pep Guardiola, my friends. Ich mache den auch wieder größer. So, Guardiola, den sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal, ungelogen. Also, ich habe zwar gesehen, dass die Karte da ist, aber die Werte habe ich nicht gesehen. Ich schaue sie mir mal jetzt ganz kurz an. Also, wir sehen hier drei Karten, 85er, 87er und 90. Also, ich sehe auf den ersten Blick auf jeden Fall mal Pace. Und Physis ist jetzt nicht gerade überragend. Er ist als ZDM ist halt vor allem wichtig, dass du natürlich auch schnell bist und dass du eine gute Physis hast. Ne? Er hat solide, stabile Defensivwerte, muss man schon sagen. Ich meine, die Karte von ihm hat hier 83 Physis, 78 Pace. Das wird wahrscheinlich die Prime-Karte sein in dem Fall. Also die ist schon recht stabil, aber so auf den ersten Blick, vor allem bei diesen Karten hier, würde ich sagen, den wird kaum wer spielen. Ganz ehrlich, also das sieht echt nicht nach einer geilen Karte aus. Und von daher machen wir da einfach mal weiter und schauen uns die nächste Karte an. Und das ist Köhmann. So, Holländer in dem Fall oder wie ich ihn auch gerne nenne, Benedikt Salzer. Und seine Karte an sich als Innenverteidiger, ich meine, es gibt einige starke Innenverteidiger von den Icons her, die auf jeden Fall auch eine nice
Rolle spielen. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, meine Kamera ist jetzt hier. Ich mache mal ein bisschen kleiner. Ich lasse mal so, Leute, sonst könnt ihr, glaube ich, die Werte nicht vernünftig sehen. Aber das ist jetzt doch ein Tick zu klein, ich mache doch größer. So, 67 Pace, 75 Pace als Prime-Karte und die 88er 77 Pace auch. Also ich achte bei den Defensivspielern natürlich auch einmal auf den Pace und auf die Physis. Ne? Das ist vor allem das, was auch sehr wichtig ist. Ich meine, wir sehen bei ihm Shooting und so weiter, 88, hat er scheinbar gut gekonnt, aber an sich spielt das als Defensivmann keine so große Rolle. Wir haben hier 86 Physis, 90 Defensive und 75 Pace. Es kommt hier, glaube ich, ganz drauf an, wie viel Pace ausmachen wird in FIFA 20 und wie groß er an sich ist. Also ich kenne die Größe, die Werte von der Größe und so weiter nicht. Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das genau aussieht. Und in dem Fall glaube ich aber vom Gefühl her, das wird eine Karte sein, die wird man auch nicht so oft sehen. Was man hier natürlich nicht sieht, und da können wir mal ganz kurz zurückgehen zu Zidane, das sind natürlich die Tricksterne und schwacher Fuß und so weiter. Ja, das habe ich jetzt bei Zidane vergessen zu erwähnen. Also ich gehe mal davon aus, dass er 5-Star, 5-Star haben wird. Zumindest eine von diesen drei Karten wird 5-Star, 5-Star haben, die anderen wahrscheinlich 5-Star Skills und 4-Star schwacher Fuß. Ne? Ich denke, 5-Star Skills ist ziemlich safe und wie viele Sterne schwacher Fuß, das ist so ein bisschen noch... Ich denke, einmal 5-Star, 4-Star und eine von den Karten, vielleicht die Prime-Karte, wird 5-Star, 5-Star werden. Das ist so meine Theorie. Ihr könnt ja gerne reinschreiben in die Kommentare, was ihr so denkt. Wir machen mal einen Schritt weiter und wir gehen zum nächsten Spieler. Essien, okay, wir erinnern uns, Chelsea, ne? Also das ist einer von den Spielern, die habe ich damals auch sehr gerne gespielt beim FC Chelsea. Das ist eine echte Maschine im Mittelfeld. Ich meine, schauen wir uns mal die Werte an in dem Fall. 85er, 87er und 90er. Ich schaue mir generell erstmal die 87er und die 90er an. Die könnte relevant werden. Kommt darauf an, wie groß er in Wirklichkeit ist. Also die Größe habe ich jetzt auch nicht im Kopf und wie er von den Sternen her ist, das weiß ich auch nicht genau. Aber ich weiß, damals war er eine krasse Karte im Mittelfeld und ich denke, je nachdem, wie sie dann spielbar sein wird, vielleicht ähnlich wie Kanté, könnte das eine richtig geile Karte werden. Weil schaut euch das hier mal an bitte. Ne? 85 Pace, 90 Physis, 90 Defensive. Also diese 90er Karte hier, die könnte man tatsächlich das ein oder andere Mal in einer Mannschaft vertreten sehen und vielleicht sogar irgendwann in der eigenen Mannschaft. Ich bin mir halt nicht sicher, wenn du den mit Vieira vergleichst, ist, glaube ich, Vieira immer noch der, der bei mir den Vorzug bekommen würde. Einfach aufgrund von seiner Physis, weil er so groß ist. Das wird hier ein bisschen schwierig werden. Aber an sich wirklich eine geile Karte und ein toller Neuzugang. Also Essien, Alter. Bester Mann, wirklich. Gehen wir weiter zum nächsten Spieler, Zambrotta als Rechtsverteidiger. Ein Rechtsverteidiger als Ikone. Haben wir da endlich mal einen, den wir vernünftig spielen können? Ich glaube, das wird tatsächlich das erste Mal einer sein, den wir da jetzt, abgesehen von Zanetti, am Start haben. Ne? Zambrotta, hier die 86er Karte, hat allein schon 91 Pace und 84 Physis. Also das sieht schon krass aus. Ne? Die Frage ist halt, wie ist die Ausdauer in dem Fall? Aber abgesehen davon, wenn wir das alleine von den Werten her hier betrachten, ist das schon richtig geil. Und bitte achtet mal auf eine bestimmte Sache, und zwar der 87er Zambrotta, die Medium-Karte, die ist Linksverteidiger. Ihr habt einmal Linksverteidiger und zweimal Rechtsverteidiger. Und das finde ich sehr interessant, ganz ehrlich. Geile Karte und für mein Team auf jeden Fall eine Option. Ich sag's mal so, wie es ist. Gehen wir ein Stück weiter. Dalglish. Dalglish, okay. Gut, Zungenbrecher ist am Start, höre ich zum ersten Mal von ihm. Bitte macht mich hier nicht fertig, weil ich nichts von ihm gehört habe. Aber schauen wir uns den mal an. Als Stürmer... drei Karten, 87er, 90er und 92er. Ich schaue mir mal die Werte an. Also, das ist eher so ein kleiner Quirliger, wie es aussieht. Ne? Physis mit 73, okay. Er hat 90 Pace, 90 Dribbling, also zumindest die 92er Karte. Ich denke, das wird so einer sein, der wahrscheinlich 4-Star, 4-Star oder sowas hat. Ne? Wenn der nur drei Sterne, drei Tricksterne hat, dann wäre das natürlich kacke. Aber wenn der 4-Star, 4-Star bekommt, sehe ich jetzt keinen Grund, warum der nicht eine echte Option wäre in der Offensive. Denn das sieht schon krass aus, Leute. Hier auch die Karte hier ist schon krass. Aber die hier, 90 Pace, 90 Dribbling, 92 Schusskraft, ne? 73 Füße, also das ist schon stark. Allein die Karte hier ist schon stark, ne? Die 87er. Wenn der Forster Forster hat, wird das schon eine geile Option. Ich weiß es nicht, aber mal schauen. Machen wir weiter. Barnes. Okay, das ist einer, da fällt mir sofort auf hier. Linksverteidiger wollte ich schon sagen. Linker Flügel und ZOM. Das ist eine interessante Variante. Ich will mal kurz schauen, was der für eine Karte hat, weil da sieht man einen riesen Unterschied. Und zwar die 86er Variante mit 82 Pace und 84 Physis. Also das ist eher so quasi so ein Allrounder, der auch im Mittelfeld gespielt hat, als auch am Flügel. Die Karte hier, das ist ein riesen Unterschied zu der Karte. Ne? Allein die Karte ist schon ein Unterschied. Aber schaut euch das hier mal an, Leute. 90 Pace, 91 Dribbling, 85 Physis, 87 Shooting, 85 Passen. Das ist krass.
Das ist eine gute Karte. Je nachdem, wie die Arbeitskarten sind und die Tricksterne. Vor allem diese 89er Karte. Die ist stabil. Nächste Karte. Right, okay. Der, schauen wir mal, ein bisschen größer hier in dem Fall, hat eine 85er, eine 87er und eine 89er Karte. Also spontan würde ich sagen, als Stürmerkarte ist das einer, den wird man, glaube ich, nicht allzu oft sehen. Vielleicht ist das so eine Schnäppchenvariante, der aber eine Art Knipser sein kann. Ne? Je nachdem, wie die Arbeitsraten sind, wenn sie gut sind und der vielleicht Forster hat, kann das ruhig nice werden. Höhe, Größe und so weiter weiß ich jetzt wiederum nicht. Machen wir direkt weiter, das wird, glaube ich, für mich keine Option werden. So, Rush, auch ein weiterer Stürmer, den könnte man mit Gareth schön linken. Ne? Hier, Waliser in the house. 87er, 89er und 91er Karte. Lass mich mal hier ein bisschen schauen, was hier abgeht. 86 Pace, also durchschnittliche Geschwindigkeit. Heftiger Abschluss auf jeden Fall bei der 91er Karte. Physis ist auch stabil, also eine durchschnittlich stabile Stürmerkarte. Vom Gefühl her für mich keine Option. Ihr könnt, wie gesagt, jedes Mal eure Meinung da dazu schreiben, was ihr zu den Werten sagt und ob das für euch eine jeweilige Option ist, aber der fällt jetzt auf jeden Fall mal weg. Naja, weiter geht's. So, Sanchez, weiterer Stürmer. Ja. 92 Pace, 93 Shooting. Ah, das sind alles so Karten, erinnert mich an Van Basten und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Die starke Karte vielleicht, Leute. Also, schaut mal, 92 Pace, 90 Dribbling und 93 Shooting. Das ist schon stabil. Halten wir uns den mal im Hinterkopf. Vielleicht sehen wir den des Öfteren in FIFA 20. Machen wir weiter. Nächster ist Garrincha. Oh, und das ist eine Maschine, Leute. Also das war auch in echt eine echte Maschine, der Brasilianer. Und das sehen wir hier auch an der Karte. Rechtsflügel, 90er, 92er und 94er Karte. Ich denke, den werden wir, glaube ich, des Öfteren sehen. Also ich ahne schon, dass er wahrscheinlich hohe Arbeitsraten auch haben wird. Heftige Kombination mit 4-Star, 4-Star, vielleicht sogar 5-Star, ich bin mir nicht sicher. Aber die Karte ist schon krass. Das ist so ein quirliger, super schneller Knipser auch, ne? Also 90 Pace, allein die Karte hier. 90 Pace, 96 Dribbling, 87 Schießen, 94 Passen. Der wird krass werden. Das ist tatsächlich eine Option. Ich bin mir nicht sicher, in welcher Art und Weise. Aber den werde ich mir auf jeden Fall merken. Das ist eine geile Karte. Definitiv. Nächster. Didier Drogba. Da ist er, Leute. Da ist er. Also das ist einer von denen, wo man halt echt schon lang spekuliert hat und ich viele Fragen bekommen habe. Mirza, wirst du Drogba spielen? Und dann habe ich immer gesagt, hängt davon ab, wie seine Tricksterne sein werden. Ja, das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, um wie schnell er ist. Und schauen wir uns den Pace hier an. Also diese Karte hier, Leute. Ich sehe sie, ich schwöre euch, zum ersten Mal jetzt gerade. 91er Didier Drogba, 90 Pace, 92 Abschluss, 90 Physis. Wenn der Typ 4-Star, 4-Star hat und stabile Arbeitsraten, ach du Scheiße. Also das wird eine echt gefährliche Option im Sturm sein. Das sage ich euch jetzt sofort, so wie es ist. Der allein, der kann schon krass werden. Ja? Aber diese Karte hier, sollte er 4-Star, 4-Star bekommen. Und Prey hat mir gesagt, er hatte in FIFA 11 oder FIFA 12 tatsächlich 4 Sterne auf dem Schwachen und 4 Tricksterne. Sollte das so sein, ach du Scheiße. Ganz ehrlich, 91er, aber bitte 90 Physis, 90 Pace, 92 Schießen. Oh mein Gott. Also das wird eine ernsthafte Option für mein Team, weil der ist groß und unfassbar kopfballstark. Krass. Lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt. Machen wir weiter. Carlos Alberto, ein weiterer Neuzugang als Rechtsverteidiger und in dem Fall hier auch als Innenverteidiger. Ich denke, Innenverteidiger wird jetzt nicht so die krasse Option sein, aber Leute, als Rechtsverteidiger hier, diese Karte alleine schon, ach du Kacke, ne? 90 Pace, 84 Physis, 87 Defensive, Dribbling ist stark und diese hier, da brauchen wir gar nicht weiterreden. Jetzt haben die hier zwei Optionen hinzugefügt, die hier möglich sind als Rechtsverteidiger. Was ist das denn für eine Maschine? Eine weitere geile Option für die Startelf. Ohne Shirts, ganz ehrlich. Und Pirlo, ich glaube auch, dass das die letzte Karte ist, ohne Shirts. Ich glaube, das ist die allerletzte Karte, die wir hier haben. Pirlo, ich habe euch gleich am Anfang schon gesagt, für mich, glaube ich, kommt er überhaupt nicht in Frage. Ja, und das sehen wir hier einfach, ne? Was bei ihm krass ist, ist Passen. So, Passen und Dribbling, logischerweise. Aber Passen und Dribbling als ZM, das passt nicht dazu, ganz ehrlich. Da hast du so viele krassere Spieler, die halt vor allem von der Ausdauer besser sind als er, von der Physis besser sind, auch gut passen können, ja, und passen wird sowieso korrigiert, wisst ihr, was ich meine, und viel schneller sind als er. Also, eine geile Ikone und ein toller Neuzugang, weil er einfach ein geiler Spieler ist, vor allem in echt, aber hier wird er vor allem für mich absolut gar keine Rolle spielen, ganz ehrlich. Ich denke, das wird bei den meisten von euch
auch da draußen der Fall sein. Meiner Meinung nach sind es mit den anderen Ikonen immer mehr und es sind schon viel zu viele. Es sind schon viel zu viele, aber da sie dann da sind, können wir dann trotzdem schauen, wen bauen wir ins Team, weil man will sich ja dann trotzdem das bestmögliche Team aufbauen, um ja so gut es geht zu performen. Wie das konkret aussehen wird, das werde ich in einem anderen Video besprechen. Dieses ist schon viel zu lang geworden, glaube ich. Aber wie dem auch sei, so sind manchmal Reaction-Videos. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, my friends. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das bitte mit einem dicken, fetten Daumen nach oben. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Abonniert meinen Channel für mehr FIFA 20 Videos, Tipps, Tricks und Tutorials. Und aktiviert natürlich die Glocke. In der Beschreibung findet ihr meine weiteren Social-Media-Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, wo das Gewinnspiel läuft. Ja, ihr könnt zweimal FIFA 20 gewinnen, unbedingt abchecken, my friends. Und natürlich meinen Twitch-Kanal, wo ich regelmäßig streame und den NGU-Community-Discord. Unbedingt beitreten, Leute, wenn ihr besser werden wollt in FIFA und dass wir gemeinsam als Community uns nach vorne arbeiten. Ich freue mich auf jeden einzelnen von euch. Das war's für heute und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann.